So, und da sind wir wieder bei Tomb Raider 2, beziehungsweise Safe Raider 2. Nachdem wir das ja endlich mit dem Boot geschafft haben. Und woher wir das Boot jetzt auch wieder haben. Ich glaube, man hätte es auch mit dem Boot geschafft, ne? Ja. Ja. Und wir sind immer noch in Venedig. Da sehe ich schon eine Ratte. Ich halte erstmal hier an, ne? Komm, wir halten erstmal hier an. So. Machen wir die erstmal weg. Hallo? Die eine lebt noch. Hallo? Hallo, Ratte. Maus. Ratte, Maus. Speichern wir erstmal. Das hat gut nur gefühlte anderthalb Stunden gebraucht, bis wir das endlich geschafft haben. Noch mehr Mäuse. Noch mehr Mäuse. Noch mehr Mäuse. War es das? Okay. Ah. Ich bin halt jetzt direkt wieder am nächsten Level, ne? Deswegen nicht wundern. So, ist er tot. Er ist tot. Ah, da haben wir schon wieder eine Ratte, habe ich gesehen. Aha. Aha. So, pass auf, ich speichere direkt nochmal. Ich ziehe mir dann direkt mal eine Fackel. Ich bin auch so gefrillt vom letzten Level. Eieieiei. So, einmal Fackel. Einmal hier hoch. So. Schnauze. So, haben wir hier irgendwo noch einen? Da haben wir noch irgendeine Rat. Sag mal. Aua! Sag mal! Ach, Lara. Mann. So. Und hier haben wir einen Schalter. Den. Oder einen Hebel. Sagen wir mal so. Einen Hebel haben wir hier. Da. Na super. Captain Joe kommt aus der Tür gerannt. Dann wollen wir Captain Joe mal begrüßen. So, ich wollte gerade sagen, kann er auch mal tot gehen? Aber tatsächlich ist es so, dass wir die Items gar nicht mehr so finden wie bei Lara Croft 1 oder Tomb Raider 1. Remastered. Ne, wir sind ja hier in einer Remastered-Version. Dürfen wir nicht vergessen. Die Leute, hä, wie sieht denn das aus? Achso, ich dachte, ich hätte schon wieder was gehört. Da kommen wir nicht hoch, ne? Nö. Ja, und es ist sehr, sehr schwierig. Da oben haben wir wieder ein Sicario. Ah, komm her. Komm her, Baby. So, Baby ist tot. Die Frage ist natürlich, bevor ich jetzt hier reingehe, würde ich natürlich gerne da hinten schauen. Was denn? Ach, da oben ist auch wieder einer. Der trifft mich sogar. Schweine. Schweinehund. Der. Oh nein. Ah, diese Musik. Diese Musik verheißt meistens nichts Gutes. So. Einfach hinterher und drauf. So, haben wir noch einen? Snack ich mir mal direkt mal die Schrotmunition hier. Aha. Aha. Warum kann ich nicht eigentlich seine mit dem Silencer nehmen? Also hier mit dem Schalldämpfer, ne? Silencer. Das bringt uns hier gar nichts, ne? Nee. Vielleicht müssen wir auch erstmal nochmal da rum. Ja, nee, ist klar. Ah. Hallo, hallo Hund. Hallo Hund. Aua. Aua Hund. Aua Hund. Der Hund macht Aua. Ein Dobermann. Ein böser Dobermann. Sind das Dobermänner? Ich weiß es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß. Ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Nach dem letzten Level. Ich komme da immer noch nicht drauf klar. Ja, das sieht mir jetzt schon gruselig aus. Hallo? Hallo? Haben wir hier irgendwas? Ah, guck mal, hier haben wir noch ein paar Fackeln, glaube ich. Ah, nee. Ah, die Uzi. Ja, nice. Die rüsten wir doch direkt mal aus. Oder beziehungsweise die Automatik. Ne, müssen wir mal schauen, wie wir damit klarkommen, ob die besser ist. Ja, der ist oben, ne?
Ja, ja. Gut, das sieht sehr, sehr, sehr gefährlich aus und sehr, sehr gruselig. Ich kann mir nämlich vorstellen, was passiert. Ja. Boom. Aua! So, erstmal wieder die Waffe hier in die Wand nehmen. Aber hier haben wir nur den Hebel. Sehr schön. Okay. Gut, dass wir hier direkt schon mal reingegangen sind, weil das wird wahrscheinlich da hinten sein, wo wir jetzt noch langfahren konnten. So. Hallo? Machen die nichts mehr oder was? Das wäre so witzig, wenn sie beim dritten jetzt nochmal anfangen würden, ne? Okay. Okay, 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 okay. Können wir hier irgendwo drauf? Nee, ne? Ich denke mal nicht. Da kommen wir wahrscheinlich später erstmal drauf. Weil das ist zu steil. Gehe ich mal von aus. Ja, ja, das ist zu steil. Anders kommen wir hier, glaube ich, auch nicht drauf, ne? Nee, da können wir uns nicht festhalten. Nee, 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 nee. Das funktioniert, glaube ich, so nicht. Nee. Gut. Der Kollege ist zwar noch da oben, aber ich mache jetzt hier einen Jumping Jack. Ciao. Ich lasse das Boot einfach mal da stehen. Ne? Oder brauchen wir das Boot? Hier kommen wir nirgendwo hin. Hier ist auch nichts. Nee. Was ist hier? Nisch. Warte mal, kommen wir hier gar nicht hoch oder was? Hier kommen wir gar nicht hoch. Wir müssen das, glaube ich, irgendwie runterziehen. Kann das sein? Kommen wir hier irgendwie dran? Nee, ne? An diese Barber-Dinger? Nee, hier können wir gar nicht... Okay, hier können wir erstmal noch nichts machen. Gut. Ich habe wahrscheinlich schon wieder irgendeinen Gang übersehen. Das könnte natürlich gut möglich sein. Bitte nicht böse sein. Das könnte gut möglich sein. Bitte nicht böse sein. Ah, warte mal, vielleicht hier unten im Wasser irgendwo? Ne, wir kennen ja diese Spielchen. Aua. 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 Der macht ganz schön Schaden. Warte mal, ich lade nochmal neu. Obwohl, wo habe ich jetzt gespeichert? Scheiße. Hier habe ich gespeichert. Okay, sehr schön. Das Ding hatte ich ja jetzt schon geöffnet, ne? Genau. Okay, sonst haben wir hier ja nichts, ne? Ne. Die machen ja nichts mehr. Das wissen wir ja bereits. Ich muss mal mich dran gewöhnen, hier mehr ins Mikro zu sprechen. Weil ich sonst immer hier so ein bisschen, ne, an der Seite bin. Hier hatten wir auch wirklich nur die Automatik, die wir noch ausgewählt haben. Mehr können wir hier nicht machen. Die Frage ist, können wir das da oben kaputt schießen? Können wir nicht. Ich habe natürlich jetzt Munition verschwendet. Das war natürlich, ne, sehr schlau. Ja. Obwohl 20 Munition hätten wir jetzt verschwendet. Gut. Wäre jetzt, glaube ich, auch kein Riesenverlust gewesen. Okay. Dann schaue ich mich nochmal hier um. Da können wir theoretisch dran springen. Aber sonst können wir hier erstmal nichts machen, so wie es aussieht, ne? Da komme ich wahrscheinlich auch nicht dran. Oh, doch. Nee. Warte mal. Das wäre ja echt der Heuler. Nee, ich komme da, glaube ich, nicht dran. Ne? Nein? Das wäre witzig. Wenn wir jetzt wirklich da dran kommen würden. Aber ich glaube, das funktioniert nicht. Doch, es funktioniert. Gut, dass ich geguckt habe. So, den können wir nicht schieben. Den können wir auch nicht schieben. Aber den müssten wir schieben können. Genau. Ja, ich höre schon wieder ein. Können wir den runterschieben? Weil den bräuchten wir vielleicht, um da dran zu kommen. Oder beziehungsweise hier drauf springen und darüber. Oh, ich weiß nicht, ob das... Hilfe. Hilfe.
Ich weiß nicht, ob das zu hoch ist. Ja gut, das hat nicht funktioniert. Mist, habe ich davor schon gespeichert? Nein. warum speichere ich nicht? Mann. Wir wissen auf jeden Fall jetzt, wie es funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den vielleicht runterschieben muss. Nee, wir müssen schon hier echt an der Ecke, ne? Nein. 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 Na, ich probier's einfach mal, ne? Ich spring einfach nochmal ein bisschen. So, nein. Nein. So schon mal gar nicht. Vielleicht war das auch echt gerade nur ein Glückstreffer. Man weiß es nicht. Nee, so auch nicht. Ich muss da echt direkt einparken, ne? So, warte mal. So müsste es eigentlich funktionieren. Nee. Ich glaube, ich bin noch zu weit links. Kann das sein? Ach, du Scheiße, ey. Das kann doch nicht wahr sein. So. Ja, jetzt haben wir es aber. Okay, pass auf, dann speichere ich hier direkt. Ne? Weil kann sein, dass wir gleich wieder runterfallen. Gut, dann probiere ich den einfach mal so zu schieben und dann mal gucken, ob ich den runtergeschoben bekomme. Dann müssten wir ja eigentlich dann drankommen. Weil springen wird wohl nicht der Plan sein. So. Ja, ja, streng dich mal an. So. Nee, es geht tatsächlich nicht. Okay, den können wir tatsächlich nicht runterschieben. Aber den kriege ich aber, glaube ich, nicht darunter, ne? Die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt den machen, warte mal, ich will mal was ausprobieren. Ja, ja, ich weiß, die Steuerung ist jetzt gerade ein bisschen dumm. Nee, das funktioniert nicht. Ja, ich bin am Überlegen, ob ich den hier, dass der dann da ist, aber was würde das für einen Sinn... Ah nee, warte mal. Ja, natürlich. Was denn? Hat sie das jetzt gerade gemacht oder was war das? Ich habe mich leicht erschrocken. Weil wenn wir den nämlich hier haben, dann könnten wir nämlich jetzt da rüberspringen. Theoretisch. Ich sollte mir echt angewöhnen, wieder zu speichern. Aber das würde Sinn machen. Dann könnten wir nämlich da auf das Geländer springen. Ne, weil von oben kommen wir jetzt hier nicht durch. Aber theoretisch dann, wenn wir von da aus der Ecke raus springen. So, pass auf. Dann einmal nochmal speichern. Zack. So nämlich. Ne? Dann speichern wir direkt nochmal. Und dann müsste es ja jetzt funktionieren. Zack. Jo, da sind wir. Und Munition haben wir auch noch. Aha. Musik. Wir werden wahrscheinlich jetzt darauf gleich kommen, wo der Sicario ist. Ich habe ein wenig Angst. Wir müssten direkt die Waffen dann rausnehmen, ne? Sie klettert sehr genüsslich. Ah. Eine schöne Kletterpartie. Das wünscht man sich doch, oder? Das ist so eine Freitagabendbeschäftigung. Freitagabendsbeschäftigung. Nein. Warum geht sie eigentlich automatisch ganz nach oben? Jetzt geht sie wieder. Was macht sie denn? Jetzt geht er rein. Da liegt ein Schlüssel, sehe ich gerade. Da ist er wieder. Er ist tot, ne? Okay. Gut, dann können wir schon mal speichern. Speichern? Ach du Scheiße, wir müssen echt wirklich einen Jumping Jack machen. Könnten wir von da theoretisch dahin?
Okay, ich wusste nicht, dass die keine Collision haben. Da steht da das Versteck. Doch, jetzt haben sie Collision, hä? Willst du mich verarschen? Hä? Warte mal, was ist denn jetzt hier los? Ich glaube, das funktioniert nicht, ne? Nee, wir müssen dahin. Ach du Scheiße, ne. Obwohl, warte mal. Ich wollte gerade sagen. Nee, das solltest du nicht machen. So. Die Frage ist natürlich, was bringt uns das jetzt? Nichts. Okay, das ist ein gewagter Stunt. Von da dann hoch und dann springen. Oh, wow. Also Bartolis Versteck, okay. Alter Falter, Lecco Mio Grande. Uppa! Oh. Alter. So theoretisch. Ich probiere mal ein paar Techniken aus. Nein, sag mal. Willst du mich verarschen? Du solltest eigentlich speichern. Da war ich zu schnell. Entschuldigung. Wollte eigentlich den machen. Ja, manchmal komme ich da mit den Speicherstellen ein bisschen auseinander. Durcheinander, auseinander. So, jetzt nochmal den hier. Oh, ja, sag mal. Dann speichern wir direkt nochmal hier. Ne, weil ich möchte verschiedene Taktiken versuchen. Einmal da drauf zu springen, generell. Ach, das geht so. Okay. Ah. Okay. Nee. Pass auf. Dann speichere ich hier nochmal. Ne? Wir können ja zwischen den einzelnen Safe Games speichern. Das funktioniert nicht. Was ist, wenn ich von hier schon springe? Das hat nicht funktioniert. Okay. Ja, wir tasten uns langsam ran. So, warte. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, da ist noch einer. Lara, da ist noch einer. Ja, da ist noch einer. So, ich speichere direkt mal. Nehmen wir direkt ein Medikit, speichere direkt nochmal. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns. Oh. Heidewitzker Kapitän. So, hier können wir nichts machen. Hier wartet doch bestimmt irgendwo wieder ein Sicari auf uns. So, bevor ich da durchgehe, gehe ich erstmal hier hinten hin. Vielleicht liegt hier noch was in der Mitte? Nein. Schade. Na gut. Ich dachte vielleicht, ne? Hätte ja sein können. Ja, da ist wieder ein Sicario. So, ciao. Hat er nichts dabei, oder was? Oder ist es durchgebackt? Kann sein, dass es durchgebackt ist. Oder vielleicht hat er auch einfach nichts dabei gehabt. Macht ja nichts, ne? Wir müssen jetzt nicht unbedingt nochmal töten, nur damit wir jetzt da Medipack rausbekommen. Ich wollte mir eigentlich das hier angucken, weil das sieht nämlich so aus, als würde es aufgehen. Egal, Sicario haben wir tot. Und mehr... Das können wir nochmal aufmachen. Die Frage ist natürlich, wir hatten ja vorhin noch den Balkon mit dem Schlüssel, wo wir den Einzigario getötet hatten, ne? Aha. Wir speichern einfach mal. So, pass auf, bevor ich jetzt da weiter lang gehe, ich wollte eigentlich hier gucken. Hier liegt aber nichts drauf, ne? Können wir das schieben? Nee. Da können wir zwar drauf, bringt uns aber nichts. Ne. Oh. Diese 3D-Tapete. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Ich bin wirklich ganz aus dem Häuschen. Gut. Weiter geht's.
Morgen! Ah, da kommt wieder Kollege Schnürschuh aus der... Oh, da sind sogar zwei Kollege Schnürschuhs. Tschüss. Ich verstehe nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum sie immer so blöd... Der ist schon tot, Lara. Ich verstehe nicht, warum sie immer so blöd... ne? Du weißt schon, was ich meine. Ja, ja. Ja, ja, komm, wir machen das nochmal von vorn. Sie springt halt nicht so zurück, wie wir es gewohnt sind. Achso. Entschuldigung. Gut. So, pass auf, wir machen jetzt einfach die... Obwohl, die können auch klettern, ne? Warum lebt denn da auf einmal wieder ein Hund? Gut, der Hund ist direkt tot. So, den haben wir schon mal. Und den haben wir auch. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Schlägertypen. Okay, das hatten wir. Das hatten wir. Was haben wir hier? Aha. Okay, pass auf, bevor ich jetzt aber da weitergehe. Ich will kurz nochmal hier schauen. Hier haben wir aber sonst nichts, ne? Da konnten wir auch wieder hoch, da haben wir sonst nichts. Hier sind die ja durchgekommen. Mehr war hier nicht. Okay, alles klar, dann schieben wir mal weiter. Hier war auch nichts, ne? Ich wollte mir nochmal, sicher gehen, ne? Man weiß ja nicht. Ich nehme auf, ne? Ja, okay. Huch. Ja, das ist tatsächlich sie. So, einmal da hoch. Ja, ja. Ich speichere direkt mal. Ich höre zwar schon die Mäuse / Ratten, aber gut. So, er ist tot. Hallo? Ah, ich sehe schon. Ne, du hast die Falle wahrscheinlich auch schon gesehen. Die Frage ist, wie entkommen wir der jetzt? Oh. Das war nicht sehr schlau. Ich versuche mal einfach direkt... Oh, okay. Direkt zu springen. Sehr schön. Ja, diese Level sind sehr viel mit Fallen. Sehr, sehr starke Gegner, ne? So, ich möchte erstmal hier gucken, im Wasser. Im Wasser möchte ich gucken. Da ist eine Tür. Macht das, ist das sinnig, hier hochzugehen? Es macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Weil wir direkt sterben. Gut, da müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Okay. Ja, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Ich wollte gerade sagen, wir sind dem Teufel gerade noch mal so über die Schippe gesprungen. Alter, hast du das gesehen? Wir waren im Feuer, aber wir haben nicht gebrannt. Wir sind dem Teufel wirklich noch mal über die Schippe gesprungen. So, Sicario, hast du da irgendwas dabei gehabt? Nope. Liegt hier sonst noch irgendwo was? Hier können wir hoch, theoretisch. Aber das bringt uns nichts, ne? Wenn wir jetzt hier sind, nee, das bringt uns rein gar nichts. Nö, 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 nö. Schade, dass der jetzt nichts dabei hatte. Hatten wir schon lange keinen Sicario mehr, ne? Gab der was dabei hatte jetzt? Oder ich gucke zu ungründlich. Nee. Gut, hier brennt's. Da kann man auf jeden Fall hinter. Bringt einen aber nichts, ne? Nee. Ich dachte, das Ding geht kaputt, weißt du? Ich habe erst gedacht, das Ding geht kaputt. Gut, dann hätten wir das. Hier kommen wir wirklich nicht dran. Da könnte man vielleicht draufspringen. Ich wüsste aber jetzt nicht, wie das funktionieren sollte. Kann man... Ich will es einfach nur mal ausprobiert haben, ne?